Niemand hätte gedacht, dass zum heutigen Tage wir einen Kurs haben von 30.500 Euro. Und ich freue mich an den Tag, wenn das Video vielleicht in ein paar Jahren angeschaut wird. Entweder haben wir einen Bitcoin, der ist vielleicht nichts mehr wert, oder wir sind vielleicht bei 15.000 Euro, bei 100.000 Euro, bei vielleicht 500.000 Euro. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Grüß dich, herzlich willkommen zum nächsten Cashflow-Tipp, Cashflow for the Future. Und es gibt ja den Film Zurück in die Zukunft auf Englisch Back to Future, und ihr seht es ja auch am Bild, am Vorschaubild auf YouTube oder auf dem Kanal, dass ihr sagt, okay, zurück in die Zukunft, wo hätte ich denn am besten investieren können? Und ich will euch heute zwei Punkte mit auf den Weg gehen. Das eine ist natürlich, wo hätte ich investieren können? Wo hätte ich am Markt, am Zeitgeschehen vor 10, 15, 20 Jahren, wo hätte ich investieren können, um wirklich einen guten Profit zu machen? Aber wie sagt man so schön, hätte, Fahrradkette, ja? Und wir waren vielleicht einfach nicht dabei. Wir sind nicht in dieses Risiko reingegangen, in neue Märkte etc. pp. Und auf der anderen Seite ergeben sich durch den Umbruch, durch den Wandel natürlich massive Chancen, auf aktuelle Trends zu setzen. Trends immer in Bezug darauf, okay, hat dieser Trend auch eine Daseinsberechtigung für die Zukunft? Weil wenn man schaut, in 2000 hatten wir die Dotcom-Blase. Damals, neue Märkte, ist an der Börse komplett explodiert. Wir hatten in 2000 einen Schaden von einem Kursverlust, ja, weil die neuen Unternehmen, diese Tech-Unternehmen, wurden so gehypt, dass wir einen Schaden hatten von 5 Billionen Dollar. Ja? 5 Billionen Dollar, das muss man sich heute mal auf der Zunge zergehen lassen, wobei damals waren 5 Billionen noch viel, heute wird es jede Woche von der EZB gedruckt, also oder von der Federal Reserve, ist überhaupt kein Problem. Und auf der anderen Seite haben viele damals Verluste gemacht, und wenn wir uns viele dieser Tech-Giganten heute anschauen, Apple, Google, diese Unternehmen sind heute oder gehören zu den weltweit wertvollsten Unternehmen auf der ganzen Welt. Das heißt, man musste natürlich damals das richtige Unternehmen finden, man musste schauen, wo geht die Entwicklung hin, und es kann sein, dass du heute in einen Markt reingehst, den es die nächsten ein, zwei Jahre doch irgendwie zersemmelt, zerlegt. Das liegt aber nicht daran, dass der Markt vielleicht keine Zukunftsperspektiven hat, sondern dass Menschen aus bestimmten Gründen für das Thema aktuell noch nicht bereit sind. Ja, man muss alle Schritt für Schritt für Schritt an die Dinge hinführen. Ja, man sieht es ja aktuell, seit wir den Lockdown letztes Jahr im März haben, wo geht die Reise hin? Man muss Menschen Gewohnheiten antrainieren, erzwingen, und man kann auch durch manche Technologien komplett zwischen reingrätschen, sage ich jetzt mal. So, man spricht von Disruption, also im Englischen disruptive, dass man etwas, was da ist, komplett neu definiert und einen komplett neuen Weg geht. Ja? Worauf will ich hinaus? Wenn man spricht über hätte, Fahrradkette, was hätte ich damals machen sollen, dann gibt es heute die Aussage, ja, hätte ich mal 2009 für 10 Cent Bitcoins gekauft. Hätte ich mal damals in Tesla investiert. Hätte ich mir Facebook-Aktien gekauft. Hätte ich an Amazon geglaubt, als es noch ein kleiner Buchversand war, und ich hätte heute ein Millionenunternehmen oder ein Millionenvermögen aufbauen können durch die Aktien, durch die Dividendenstrategie, durch die Preissteigerung oder SAP und wie die Unternehmen alle heißen. Ja, manche haben auch am Anfang nicht an den Impfstoff geglaubt, BioNTech und Pfizer und so weiter. Und der Preis ist natürlich gestiegen. Jetzt gibt es teilweise Korrekturen. Das kann alles passieren. Aber die meisten Menschen, die vorbörslich in was reingegangen sind, das Risiko getragen haben, haben gesagt, ich gehe in das Risiko, ich glaube daran, setze sich das Ganze durch. Und wir brauchen immer nur bei allem eine kritische Masse. Ja? Kritische Masse bedeutet, dass es extrem schwer ist am Anfang. Ja? Also wenn man mal eine Linie sieht, auch wie Unternehmen sich aufbauen, ja, ist eines ganz wichtig. Glaubt irgendeiner, dass Elon Musk, als der gesagt hat, wir machen jetzt Elektrofahrzeuge bei Tesla, dass das eingeschlagen ist wie eine Bombe? Auf keinen Fall. Sondern wir haben hier, wenn man jetzt mal nimmt,
ich male jetzt mal auf, wie sich solche Unternehmen teilweise entwickeln, von 2010 bis, ich schreibe schon 2100, ich bin schon wieder einen Schritt weiter, 2010 beispielsweise, ja, bis 2020. Und wenn man dann so einen 10-Jahres-Zyklus von solchen Unternehmen sieht, dann entwickelt sich das meistens so. Da passiert gar nichts. Also es gibt natürlich einen Start, der relativ positiv ist, weil alle an die Vision glauben und sind fest überzeugt. So, jetzt kriegt man aber die große Masse noch nicht. Jetzt hat man hier so ganz wenig Wachstum. Dann bricht es hier sogar wieder ein. Ja? Und dann sieht man ganz oft bei solchen Unternehmen sind die Börsenkurse folgendermaßen. Dann gibt es hier einen Aufschwung. Bang! Dann gibt es hier eine Korrektur und dann geht es steil nach oben. Das sind bei ganz vielen Unternehmen die Börsenkurse. Ja? Es braucht sehr, sehr lang, eine kritische Masse zu überzeugen. Dann kommt dieser Punkt, wo man ein starkes Wachstum hat. Und dann gibt es viele, die sagen, ja, jetzt habe ich natürlich Gewinne erzielt mit dem Risiko. Ich habe so lange dran geglaubt. Und dann gibt es diese Korrektur. Ja? Diese Korrektur. Und dann diese Schwelle hier. Wenn man die durchsteht und dann fest dran glaubt und auch Aktionäre oder was auch immer hat, Menschen, dann kann es durchschlagen wie eine Bombe. Ja? Und das ist bei so vielen Startup-Unternehmen ist es passiert. Und Cashflow for the Future soll einfach nur bedeuten, in was kann ich denn aktuell überhaupt reingehen, wo ist Potenzial. Ja? Ich kann mich noch gut daran erinnern, 2012, mein Programmierer sagt zu mir, Tobias, kauf Bitcoins. Der Preis damals 30 Euro. Und ich sage zu ihm, ja, wer braucht den Scheiß? Ja? Was will ich mit so einer komischen Krypto-Digitalwährung? Kein Mensch hat sich dafür interessiert. Ja, bei 30 Euro wäre das ein Mega-Deal gewesen. Dann ist der Kurs ja sogar gestiegen auf über 1200 Dollar, ist dann wieder runtergerauscht und 2015 konnte man tatsächlich für 200 Euro Bitcoins kaufen. 200 Euro im Juni 2015. Und die meisten haben gedacht, psychologisch, naja, was könnte der Bitcoin nochmal erreichen? Das Allzeithoch von 1200 Dollar, das kann er ja schaffen. Also wäre das ja zumindest eine Versechsfachung. Eine Versechsfachung. Niemand hätte gedacht, dass zum heutigen Tage wir einen Kurs haben von 30.500 Euro. Und ich freue mich an den Tag, wenn das Video vielleicht in ein paar Jahren angeschaut wird. Entweder haben wir einen Bitcoin, der ist vielleicht nichts mehr wert, oder wir sind vielleicht bei 15.000 Euro, bei 100.000 Euro, bei vielleicht 500.000 Euro. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Auch der Bitcoin hat genau diese Reise gemacht und schießt hier von All-Time-High zu All-Time-High, Allzeithoch. Der DAX genau das Gleiche. Und deswegen, unsere Grenze ist oftmals immer nur der Kopf, ja, was wir denken. Keiner konnte sich vorstellen, dass ein Bitcoin auf 20.000 Dollar geht in 2017. Das war übrigens für mich der beste Deal. Ich habe für 200 Euro eingekauft im Juni 15, habe verkauft 2017 im Dezember, Entschuldigung, bei 20.000 Dollar. Das heißt, ich habe mein Kapital steuerfrei fast verhundertfacht nur mit Bitcoins. So, jetzt, Bitcoin ist die größte akzeptierte Kryptowährung und jetzt gibt es noch 8.200 andere Kryptowährungen und jetzt kommen auch hier immer neue Technologien dazu. Und wichtig ist, dass du dich informierst, dass du schaust, okay, was ist momentan digitaler Zahlungsverkehr? Das heißt, alles, was im Bereich digitaler Zahlungsverkehr zu tun hat, auch Kreditkartenunternehmen, alles, was damit beschleunigt, auch PayPal, ich meine, Elon Musk war ja beteiligt an PayPal. Es hat auch keiner was davon wissen gewollt. Heute ist PayPal ein Monster Global Player. Wenn dir irgendwas nicht passt an PayPal, dann schmeißen die dich einfach raus. Ja, das ist einer der wichtigsten, größten Zahlungsdienstleister überhaupt geworden. Und das meine ich damit. Bitte schaut, wer geht in einem ganz, ganz großen Markt, der relevant und wichtig ist für die Zukunft, einen neuen Weg, bringt dort gute Ideen rein, ist vielleicht etwas kontrovers mit dem, was aktuell läuft. Und dann muss man sich auf solche kleinen spezialisieren und da auch mal das Risiko nach Prüfung reingehen und schauen, kann ich da profitieren. Ja, und das ist in jedem Bereich, ob Finanzen, man kann auch investieren. Wir zum Beispiel haben gerade so ein innovatives Sport- und Fitnessgerät als Private Placement Projekt. Ja, wenn dich das interessiert, kommentier gerne mal rein. Vielleicht setzen wir auch den Link rein für die erste Information.
Es ist nicht als solches nichts Besonderes. Aber, und das war so spannend, deswegen habe ich selber so groß investiert und auch meine Mandanten, es geht um einen Punching Ball, aber das alleine wäre langweilig. Jetzt hat das Unternehmen gesagt, okay, wir bauen da komplett Technik rein, machen ein Community Building mit einer App auf Blockchain-Basis, dass man sich sogar battlen kann. Und das heißt, alle relevanten Punkte, die heute wichtig sind, um in der Zukunft in einem Markt zu etablieren, sind gewährleistet. Und das mit einem Produkt, was es in der Form als solches schon seit Jahren gibt. Und das hat man einfach auf ein neues Level gebracht. Und so lassen sich immer wieder Neustrukturierungen, Neuerfindungen machen. Man spricht im Englischen von Reinventing. Das heißt, viele Unternehmen müssen zu lernen, okay, wie betreibe ich ein Reinventing? Wie erfinde ich die aktuelle Firma wieder neu, um sie in neuem Glanz strahlen zu lassen, um ein paar Gimmicks dran zu bauen, damit das Ganze noch interessanter wird. Und mein Wunsch ist einfach, dass du die Augen offen hältst, schaust, wo sind Chancen, wo sind Markt für die Zukunft, auch im Logistikbereich, Logistikbranche. Warum sind denn die Global Player momentan so erfolgreich? Weil sie Lockdown, Pandemie, Virus-konforme Geschäftsmöglichkeiten haben oder lösungsorientierte Businessmöglichkeiten haben, wo sie nicht von so etwas betroffen sind. Ja? Das beste Beispiel, wenn einer, nehmen wir zwei Offline-Händler, Mode-Offline-Händler, ja, also Modeboutiquen. Der eine sagt sich vor 5 Jahren, ich habe das Geschäft komplett digitalisiert mit einem 360-Grad-Rundgang in meiner Filiale. Die Produkte habe ich und die kann man direkt kaufen. Und der andere sagt, hey, bei mir laufen die Leute rein, bei mir brummt der Laden. Wer ist jetzt der Gewinner? Der hat seinen Laden zu, verdient kein Geld, ist online nicht positioniert, kein E-Commerce-Shop, nichts. Null getan für die Digitalisierung, die so wichtig ist für die Zukunft. Und er kann sein, ich habe einen finanziellen Einbruch, aber die Leute können, weil sie mich gut finden, online auch alles kaufen. Und darum geht's. Darum geht's. Auch wenn du dein eigenes Business weiter ausbauen willst, wenn du eins hast oder in die Selbstständigkeit gehst oder reingehen willst, dann müssen es Dinge sein, die 24 Stunden rund um die Uhr laufen. Ja? Also wirklich 24 Stunden Verfügbarkeit, das ist so eine Grundregel. Ja? Ja, man sagt ja 24/7, am besten 365 Tage. Muss das Business laufen können, dass Leute bei dir Sachen bestellen, digitale Produkte, E-Commerce, Coaching-Produkte, Ausbildungsakademien, what else? Ja, oder zumindest sich einen Einblick, einen Eindruck von dir verschaffen können über einen Channel, eine Gruppe, wo du Content rausgibst. Das darf man einfach nicht vergessen. Ein guter Koch, der ein Restaurant hat, der parallel aber einen riesen YouTube-Channel aufbaut und vielleicht Trainings gibt, Coachings, wie man daheim ganz einfach gute Gerichte zubereiten kann, der hat auch die Möglichkeit, das zu monetarisieren und Geld zu verdienen. Wenn er aber nur offline in seinem Restaurant sitzt und sagt, guck mal, wir machen hier 20 Top-Gerichte, es gibt kein Video darüber, es ist kein Brand aufgebaut worden. Ja? Ich habe mal ein Video gemacht, es findet da im YouTube-Channel Branding-Regeln, ja, das ist das Bild drauf mit Nusret, der so schön seinen Steak mit Salz bestreut. Der Typ hat ein Milliardenunternehmen aufgebaut mit seiner Restaurantkette, aber nur wegen seinem Brand über Social Media. Ja, also Cashflow for the Future ist 24/7, 365 Tage im Jahr möglich, Business zu machen. Ja, und dann kannst du immer Geld verdienen, von überall auf der Welt, ja, ohne Restriktionen. Und darum geht's. Ja? Darum geht's. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Augen offen halten, Ohren offen halten, Chancen erkennen, grundsätzlich schauen, ist ein Markt da? Wer geht in dem Markt einen besonders interessanten Weg? Ja, grenzt sich nochmal ab, um damit vielleicht einen durchschlagenden Erfolg zu haben. Und da kann man überall Geld verdienen. Ja? Das soll es gewesen sein. Einfach mal ganz spontan auch das Video, war gar nichts vorbereitet und dementsprechend freue ich mich trotzdem, wenn der Cashflow-Tipp dir was gebracht hat. Schau in jedem Fall gerne mal den Videokurs von mir an, schau dir die anderen Cashflow-Tipps an und dann sehen wir uns zukünftig im nächsten Cashflow-Tipp wieder. Lass noch ein Like da und abonniere auf jeden Fall den Channel und dann freue ich mich, wenn wir uns die Tage wiedersehen. Dein Tobias Rethaber, Cashflow-Experte Nummer 1.